Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für meine Serientipps für euch. Ich weiß, das letzte Video ist schon etwas länger her, aber es wird auch demnächst noch einen vierten Teil geben, der kommt dann ungefähr im Dezember. Ich kann euch schon mal vorwarnen. Teil 1 und Teil 2 werde ich euch auch auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Klickt mal rein, wenn ihr mögt. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Die erste Serie, die ich euch empfehlen kann, ist auf jeden Fall Teen Wolf. Ganz ehrlich, Leute, ihr müsst diese Serie schauen. Die Typen sind alle heiß. So viel dazu. Und ja, es geht um Scott und der wird plötzlich zu einem Werwolf, also er wird gebissen und wird zu einem Werwolf. Und ja, das ist natürlich alles ziemlich seltsam für ihn. Und dann lernt er auch noch ein Mädchen kennen, dessen Familie nicht so Werwolf-freundlich sind, um es mal nett auszudrücken. Und dann hat er auch noch einen besten Freund, der Styles. Oh Gott, ich liebe Styles. Styles for the world. Es geht im Prinzip dann um ihn und um seine Freunde und wie er sich zum Werwolf entwickelt oder wie er so damit lebt und die Abenteuer, die er lebt und die Gegner, die dann auf ihn zukommen und die Bösewichte und ganz ehrlich, die Serie wird von Staffel zu Staffel besser. Die Serie im Ganzen ist so genial und so spannend. Ich habe noch nie eine Serie so hardcore durchgesuchtet quasi. Ich habe innerhalb von irgendwelchen Ferien habe ich bei mir komplett alle Staffeln durchgezogen. Es ist so krass, wirklich so spannend und wirklich empfehlenswert. Die nächste Serie, die mindestens genauso spannend ist, ist How to Get Away with Murder. Ich muss ganz ehrlich sagen, How to Get Away with Murder steht echt wie auf so einem Podest über allen Serien, also über allen von diesen spannenden Serien, sag ich mal. Weil das einfach so krass ist, diese Serie ist so krank. Es geht um eine Anwältin, die ist so ein richtiger Kick-Ass-Charakter, sag ich mal. Also sie hat echt drauf und die ist so cool, ganz ehrlich. Oh. Und ja, sie nimmt Studenten zu sich in die Kanzlei, ja, so als Helfer. Es gibt immer wieder diese, in 2 Monaten oder sowas, und dann sieht man, wie was richtig Krasses passiert, ein Mord oder sowas. Also nicht oder sowas, eigentlich ist es immer ein Mord. Und dann sieht man wieder, wie es eben dazu kommt, diese ganzen 2 Monate. Und es ist einfach so krank, weil am Anfang passiert ein richtig krasser Mord, der im Prinzip über die ganze Staffel verteilt, aufgeklärt werden soll. Und abgesehen davon passieren auch in jeder Episode oder in fast jeder Episode so andere Morde von ihren Klienten quasi. Und jedes Mal muss sie diese Leute eben verteidigen oder eben How to Get Away with Murder eben, also wie man mit Mord davonkommt. So viel dazu. Es ist einfach so krass und die Serie macht einen so fertig, ganz ehrlich. Man sitzt nur so da, so, oh mein Gott, was zur Hölle passiert hier gerade? Es ist so krass. Schaut alle diese Serie, wenn ihr Spannung wollt. Es ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Eine weitere richtig coole Serie ist The 100. Oh Gott, das ist so cool. Es spielt quasi, ich weiß nicht, wie viele Jahre im Voraus, ich glaube in 100 Jahren oder sowas. Jedenfalls ist die Erde quasi ausgestorben. Alle Menschen wohnen oben in so einem Raumschiff. Und dann entschließen sich diese Leute von diesem Raumschiff, okay, also diese Leiter von diesem Raumschiff entschließen sich dazu, 100 Leute auf die Erde zu bringen, dass sie schauen können, okay, kann man hier noch leben oder stirbt man? Das Ding ist, das sind 100 Jugendliche, die Straftaten begangen haben. Also die sehen es dann eher so, okay, das sind alles Straftäter, das ist eh nicht so schlimm, wenn die sterben, weil ja, sind ja eh böse, ne? Weil sie ahnen, also sie denken eigentlich, dass auf der Erde, dass es unmöglich ist, dort zu leben. Und letztendlich ist es dann aber möglich, also ich spoilere euch jetzt nicht, keine Angst, es ist ja logisch, dass sie dann da unten sind. Jedenfalls sind die dann da unten, diese 100 Leute, diese 100 Jugendlichen. Es passieren einfach so krasse Sachen. Dann treffen sie auch auf Leute, die dort eben wohnen, also so Einheimische. Und auf richtig kranke Tiere und sowas. Und dann streiten sie sich auch. Und dann gibt es immer diese Machtspiele. Und ja, es ist auf jeden Fall richtig, richtig spannend und total interessant. Und die Charaktere finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Und ja, deswegen kann ich euch die Serie auch auf jeden Fall empfehlen. Eine weitere Serie, die auch ziemlich lustig ist, ist Baby Daddy. Ich finde die Serie so genial. Also am Anfang, als ich es so gelesen habe, dachte ich so, ja, weiß nicht. Ja? Aber dann habe ich es ausprobiert und es war einfach so genial. Es ist echt eine Sitcom, die sich einfach total lohnt anzuschauen. Es geht um 2 Brüder und einen Freund von den Brüdern und die wohnen in einer richtigen Männer-WG. Und die sind alle richtig, richtig witzig. Also jeder Einzelne für sich ist halt so witzig. Und dann steht plötzlich von einem Tag auf den anderen ein Baby vor der Tür. Also steht nicht vor der Tür, es liegt vor der Tür. Und ein Brief und so weiter. Und einer von den Typen ist dann quasi der Vater und der soll dann auf das Kind aufpassen. Die Mutter ist abgehauen. Und dann denken die sich so, okay, was? Ja, jedenfalls müssen dann 3 Männer zusammen das Baby aufziehen. Zwischendurch kommt dann noch die Mutter von den beiden Brüdern dazu, die
ist einfach so witzig, die ist so genial. Und dann kommt auch noch eine alte Freundin von den Brüdern dazu, die ist auch richtig cool und total verrückt. Ja, und dann entwickelt sich das alles so. Es gibt natürlich auch Beziehungsgeschichten und so weiter. Und jeder Charakter für sich ist einfach so witzig. Und das ganze Zusammenspiel ist einfach so genial. Also wenn ihr was zu lachen haben wollt, probiert die Serie mal aus. Dann habe ich jetzt noch eine Serie für euch, die eine Mischung aus witzig und Drama ist. Und dabei geht es um Faking It. Das ist richtig cool, weil es geht um zwei Mädels. Die sind beste Freundinnen und sind auf der Highschool. Und die sind ziemlich unbeliebt und man kennt sie nicht so. Und ja, jedenfalls denken die sich, okay, was können wir machen, damit wir beliebt sind? Wir wollen zu den Stars der Highschool gehören. Und was macht man da? Man täuscht vor, dass man in einer lesbischen Beziehung miteinander ist. Natürlich. Jedenfalls täuschen die beiden das dann eben vor. Deswegen faking it. Alle kaufen das denen dann auch ab. Und plötzlich sind die total berühmt und die Stars so ein bisschen. Und dann entwickelt sich das Ganze, weil sie täuschen es ja eigentlich nur vor. Und dann kommen eben auch Jungs ins Spiel. Und ja, ich will nicht so viel verraten, weil es wird richtig interessant dann. Und ja, ich finde es auf jeden Fall extrem witzig. Wenn ihr eben auf so Highschool-Serien steht, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Die Typen sind auch mal wieder hot. Und ja, deswegen schaut auch mal rein, wenn ihr da so ein bisschen drauf steht. Mein letzter Serientipp ist jetzt noch Awkward. Das ist auch so eine Mischung aus witzig und Drama, würde ich sagen. Und es ist einfach so genial. Es geht um Jenna, die ist auch an der Highschool ziemlich unbeliebt. Sie ist so richtig der Außenseiter. Jedenfalls rutscht sie in der Badewanne aus oder sowas. Jedenfalls sieht es aus, als ob sie Selbstmord begehen wollte. Und dann hat sie auch so einen Gips und läuft die ganze Zeit so rum. Und das ist richtig witzig. Und ja, jedenfalls kommt sie dann in die Highschool, also in die Schule zurück. Und alle denken, sie wollte Selbstmord begehen, obwohl sie das ja nicht wollte. Und plötzlich ist sie so richtig abgestempelt. Und es passieren ihr halt immer richtig komische Sachen und also richtig awkward Momente eben, also komische Momente und sowas. Und es ist einfach so richtig genial, weil dann kommen eben noch Jungs dazu und dann hat sie noch eine coole beste Freundin eigentlich, die richtig witzig ist. Und ja, es ist einfach so genial, wie sich das alles entwickelt. Und es ist einfach so cool. Und der Typ, also Maddie McKibben, den finde ich ja auch ziemlich hot, muss ich sagen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, die Serie anzuschauen, wenn ihr so ein bisschen auf so richtig peinliche Momente steht. Weil man muss einfach immer wieder lachen. Es ist einfach so genial und es lohnt sich wirklich. Ich hoffe, da waren ein paar Serien für euch dabei. Ansonsten wird es auch im Dezember dann eben so einen vierten Teil wahrscheinlich noch geben. Die anderen beiden Teile verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Die sind zwar schon ein bisschen älter, also habt Erbarmen mit mir. Aber dennoch habe ich da eben ein paar Serien aufgezählt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und so weiter vorbeischaut. Steht auch alles in der Infobox. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!